Ja, hallo, liebe Leute. Ich habe mir hier ein ruhiges Plätzchen gesucht nach dem 2:2 von Werder in Lohne gegen West Ham United. Ja, das Spiel ist vorbei. Werder hat den ersten Pokal der Saison sich sogar schon gesichert. Den ersten Titel, den Betway Cup. So heißt der Sponsor von Werders Gegner West Ham. Und für dieses Doppel, was stattgefunden hat in den beiden vergangenen Tagen, für den 1:0-Sieg am Freitag in Schneverding und jetzt heute dem 2:2 gegen Lohne, hat Werder einen Pokal bekommen. Das hat für Applaus auf den Rängen gesorgt. Die Spieler haben ein bisschen geschmunzelt, als Thomas Delaney den Pokal entgegennahm. Denn natürlich geht es in erster Linie nicht darum, hier irgendwelche neu erfundenen Titel zu gewinnen, sondern das Ziel von Werder ist ganz klar, gut vorbereitet in die Saison zu gehen. Und da sieht es eben so aus, dass das Spiel heute gegen West Ham ein paar ganz aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht hat. Luca Caldirola hat ein Tor geschossen, Yuning Chang hat den Ausgleich erzielt, auch wenn ihm im Spiel selbst nicht so viel gelungen war, war das am Ende der Treffer, der Werder in der Gesamtwertung halt den Sieg gebracht hat. Entscheidender war aber ansonsten, dass Trainer Alexander Nuri hinten auf der rechten Außenbahn, vor allen Dingen mit defensiven Aufgaben ausgestattet, Florian Kainz das erste Mal getestet hat. Dazu hat Finn Bartels auf der Zlatko Junuzovic-Position gespielt. Und man muss bei beiden sagen, offensiv hat das sehr, sehr gut geklappt. Kainz hat eine Torvorlage gegeben. Bartels war an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Also das war schon ganz gut. Insgesamt hat Werder auch recht stabil gestanden. West Ham hatte nicht sehr viele Chancen, Werder allerdings zugegebenermaßen, muss man sagen, auch nicht so viele Chancen. Aber Alexander Nuri hat nach dem Spiel auch klar gesagt, mit Kainz auf der Außenbahnposition, auch defensiver, also vor der Dreierkette, das ist durchaus eine Option für ihn. Das wird er mit Sicherheit weiter verfeinern. Denn heute musste beispielsweise Robert Bauer aus Mangel an Innenverteidigern eben hinten verteidigen. Und so war auf der rechten Außenbahn eben diese Position frei. Man darf gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Die Mannschaft hat nur 2 Tage frei und bereitet sich dann ab Dienstag auf den Tag der Fans vor. Da kommt der FC Valencia ins Weserstadion, wird wahrscheinlich ein richtig gutes Spiel und vermutlich eine Partie, die noch sehr viel mehr Aufschlüsse darüber gibt, wo Werder zurzeit steht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.